herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Freut mich sehr. Folgendes habe ich vorbereitet. Ein kleines Oval mit einem Schattenbahnhof hier in der Mitte. Und um den soll es gehen. Und ich möchte mich heute Abend darauf konzentrieren, die Ausfahrt von diesem Schattenbahnhof zurück in die Strecke zu steuern. Das wird schwer genug. Ich glaube, da habe ich den ganzen Abend mit zu tun. Bisher ist noch gar keine Schaltung, weder per Lua noch per Schaltstrecken auf dieser Anlage. Es gibt nur auf der Strecke selber ein paar Kontaktpunkte. Gleich hier hinter der Tunnelausfahrt habe ich ein Blocksignal, das ich hier automatisch auf Halt setze. Dann habe ich vor dem Schattenbahnhof ein Einfahrtsignal. Hier setze ich das Blocksignal hinter dem Tunnel wieder auf Fahrt, und zwar mit dem Zugschluss. Und hier setze ich mit der Zugspitze das Einfahrsignal auf Halt, sobald ich hier reinfahre. Hier im Schattenbahnhof selber ist in jedem Gleis wieder eine rote Perle, die dieses Signal wieder auf Fahrt, genauer auf Fahrt mit 40 setzt, sodass also der nächste Zug rein kann, sobald hier ein Zug im Gleis verschwunden ist. Und die grünen Perlen hier, das sind alles Weichenkontakte. Die schalten die Weiche hinter jedem Zug so um, dass kein zweiter Zug ins selbe Gleis fahren kann. Das mache ich hier in jedem Gleis, außer dem letzten, denn hierhin führt keine Weiche. Und am anderen Ende, da schalte ich bei Ausfahrt des Zuges das Signal natürlich hier wieder zurück auf Halt. Ich habe hier mal überall so Gleissperrsignale aufgestellt. Das fand ich für einen Schattenbahnhof ganz passend. Und hier diese grünen Weichenkontakte sind für die Weichen hier am Eingang, für diese Weichen hier vorne. Damit stelle ich diese Weichen so zurück mit Zugschluss, dass ein Zug wieder in dieses Gleis hereinfindet. Mit diesem sehr einfachen Trick habe ich es fertig bekommen, dass hier jeder Zug, der ankommt und in den Schattenbahnhof reinfährt, automatisch ein freies Gleis findet. Ganz ohne Fahrstraßen, ohne irgendeine komplizierte Schaltung. Ja, jeder Zug, der reinfährt, macht sozusagen hinter sich, klackt die Tür zu. Moment. Und wenn der Zug hinten rausfährt und ganz rausgefahren ist, also das Zugende das Gleis verlassen hat, dann macht er die Tür wieder auf. Und so nimmt jeder neue Zug das erstbeste freie Gleis, das er findet, wenn ich ihn reinlasse. Das klappt natürlich nur, wenn dieser Schattenbahnhof nie voll läuft. Wenn er voll laufen würde, dann würde der nächste Zug hier mindestens auf den obersten, letzten drauf rumsen, weil ihn da nichts mehr stoppt. Deshalb habe ich hier das oberste Gleis als Durchfahrgleis, sozusagen als Überlauf vorgesehen. Hier oben ist kein Weichenkontakt und auch kein Kontakt, der gleich hier dieses Einfahrsignal wieder auf Fahrt setzt. Das passiert stattdessen erst da ganz hinten. Wenn ein Zug hier in das oberste Gleis reinfährt, dann bleibt das Einfahrsignal so lange zu. Sorry, jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen hier. Dann bleibt das Einfahrsignal so lange zu, bis der Zug hier durch den Überlauf das Ausfahrsignal passiert hat. Hier mache ich die Einfahrt wieder auf und mache gleichzeitig die Ausfahrt zu. Das ist alles noch nicht hundertprozentig sicher. Insbesondere, dazu drehe ich es nochmal rum, es ist im Moment so, dass dieses Ausfahrsignal auf Fahrt bleibt, wenn ich hier einem Zug die Freigabe erteile. Das ist natürlich nicht sauber, soll aber erstmal für meine Zwecke genügen, denn ich möchte zunächst nur regeln, dass Züge, die hier im Schattenbahnhof stehen, automatisch wieder freigegeben werden, wieder rausfahren.
Und ich glaube, darauf konzentriere ich mich heute und ich glaube, mehr werde ich auch gar nicht schaffen. Kurzen Blick in 2D. Das Ganze ist kein komplettes Oval, sondern hier die Ausfahrt vom Oval. Die endet hier und die Einfahrt in das Oval beginnt hier. Und zwar deshalb, weil ich hier auf beiden Gleisen die Kontakte für ein virtuelles Depot habe. Ich habe hier ein virtuelles Depot, eine Ausfahrt. Das wird mir jetzt regelmäßig Züge bescheren, die in den Schattenbahnhof reinfahren. Und jeder Zug, den ich aus dem Schattenbahnhof rauslasse, fährt hier über diesen virtuellen Depot-Einfahrtkontakt wieder ins virtuelle Depot zurück. Und auch für die Ausfahrt habe ich hier noch einen Block dazwischen gesetzt. Also nach dem Ausfahrsignal hier gibt es hier noch ein Vor- und da das Hauptsignal von einem Blocksignal, damit die hier nicht zu dicht aufeinander auffahren. Wobei letztendlich passiert hier nichts wirklich Schlimmes. Alles, was ich rauslasse, das landet automatisch wieder im virtuellen Depot. So, ich habe gerade schon mit einem Auge im Chat gesehen, dass jemand fragt, zufällig rausfahren oder Reihenfolge. Meine Idee ist, dass ich heute zeige, wie eine zufällige Ausfahrt funktioniert. Mehr möchte ich nicht machen. Einfach nur eine zufällige Ausfahrt aus diesem Schattenbahnhof. Deshalb fahre ich auch mehr oder weniger geregelt rein. Wobei auch da entsteht natürlich schon eine Mischung, weil wenn hier in der Mitte des Schattenbahnhofs irgendein Gleis frei wird, dann fährt der nächste Zug genau in das Gleis rein, das frei geworden ist und fährt nicht oben ins letzte. Aber gefüllt wird der Schattenbahnhof auf jeden Fall von unten nach oben. Und raus fahre ich kunterbunt, so wie es gerade kommt. Im Moment steht mein virtuelles Depot hier noch so eingestellt, dass es nur alle 999.999 Sekunden einen Zug ausspuckt. Umgerechnet also ungefähr alle 11 Tage. In etwa 11 Tagen käme der allererste Zug hier raus. Mit anderen Worten, ich habe erstmal eine Zeit lang Ruhe, bis ich hier eine andere Zeit eingebe. Also im Moment lasse ich den mal noch so, dass er keinen Zug ausspuckt und fange einfach schon mal ein bisschen was an, hier vorzubereiten. Also ich habe mir hier schon eine Kamera eingerichtet, die nachher auf die Schaltstrecken gucken soll. Und wenn ich die jetzt aufrufe, dann sehe ich, wie groß der Winkel von dieser Kamera ist. Und dann sehe ich, wo ich die Schaltstrecken ungefähr hinbauen muss. Und den Schaltkringel selber, den habe ich auch schon einmal vorgebaut, damit wir das jetzt nicht noch einmal von null machen müssen. Denn beim letzten Mal, beim letzten Mal habe ich ja gezeigt, wie man solche Schaltkringel relativ einfach in einem Raster bauen kann. Und deshalb habe ich diesmal die Frechheit besessen, einfach mal einen vorweg zu bauen und hier abzuspeichern. Und den lege ich mir jetzt hier hin. Ein bisschen näher ran. Der sieht ziemlich genau so aus wie das, was wir die letzten Male auch gemacht haben. Ich will allerdings hier weiter rüber. Das hatte ich vorhin schon mal kurz getestet. Bisschen weiter nach unten. Und ich will ihn auch etwas tiefer setzen. Ich dachte, das hätte ich gespeichert. Na, Pech. Okay, so. So soll das Ganze aussehen. In 3D also so. Ich benutze wieder die Gleise aus dem Schattenbahnhof-Set, weil man diese Weichen hier so gut sehen kann, weil man die gut beobachten kann. Ich habe allerdings das Gleis hier in den Objekteigenschaften runterskaliert auf 0,2. Das hat nur die Breite auf 0,2 vom Original reduziert, also auf ein Fünftel der normalen Breite. Auf die Weise bekommt man hier schmalere Linien und ich finde, dass die besser zu sehen sind, dass man damit besser erkennen kann, wie dieser ganze Schaltweg jeweils aussieht. Das ist meine Idee. John, virtuelles Depot ist dir unklar. Okay, das virtuelle Depot wurde eingeführt mit einem Plugin zu EEP 11 und ist als Standard in EEP 12 Expert enthalten, aber nicht in der Basic-Version. Das virtuelle Depot
ist, Moment, ich zeige es mal in 3D. Das ist wie ein Kontakt organisiert, aber es ist ein sehr spezieller Kontakt. Und es gibt einmal den Kontakt für die Ausfahrt, den erkennt man an dem Signal vor der goldenen Lok. Und es gibt einmal den Kontakt für die Einfahrt, den erkennt man an dem Prellbock vor der Lok. An diesem Einfahrtkontakt kann ich gar nichts machen. Der hat keine Eigenschaften, keine Objekteigenschaften. Aber der Ausfahrkontakt hier, der ist eine Liste von Zügen. Diese Züge stellt man einmal auf der Anlage an beliebiger Stelle auf. Und dann kann man hier unter Hinzufügen sagen, dass man diese Züge in die Liste aufnehmen möchte. Dann kann man sagen, in welcher Richtung sie rausfahren sollen. Also die Richtung ist immer die gleiche, nämlich die Richtung, die diese goldene Lok hier hat. Aber man kann bestimmen, ob der Zug, wenn er hier rauskommt, vorwärts oder rückwärts fahren soll. Zum Beispiel Lok voraus oder Steuerwagen voraus. Und man kann bestimmen, mit welcher Geschwindigkeit diese Züge ausfahren. Im Grunde genommen sind die virtuellen Depots der Ersatz für das, was ich da hinten gebaut habe, für den Schattenbahnhof. Theoretisch kann man einfach einen normalen Schattenbahnhof durch diese Dinge ersetzen. Das hat den Vorteil, dass man keinen Platz braucht und dass die Züge, solange sie im Depot stehen, auch nicht gerendert werden. Ich möchte aber gerne die Steuerung erklären. Und ich finde, für diese Steuerungsgeschichte ist so ein Schattenbahnhof, so ein klassischer Schattenbahnhof, ein praktisches Beispiel. Deshalb habe ich mich dafür entschieden. Und ich nehme die virtuellen Zugdepots jetzt nur, um meine Strecke mit diesem Schattenbahnhof hier ständig mit Zügen zu beschicken. Ein Zug fährt in Richtung 2 aus, hast du sehr gut beobachtet, Jolly Silvia. Das ist Absicht, der soll mit dem Steuerwagen vorausfahren. Das fand ich bei dem speziell schöner. Chaos Freak, warum setze ich sie nicht auf 0 und nicht auf minus 100? Wenn ich die Zeit auf 0 setze, dann. Moment, dann. Was war dann anders? Achso, dann fahren sie nach Fahrplan aus. Dann muss ich einen Fahrplan eingeben und dann fahren sie um ganz bestimmte Uhrzeiten aus. Und eine Zeit von minus 100 kann man nicht eingeben. Ach, warum ich die Steuerstrecke? Ich setze die etwas höher, damit ihr zugucken könnt. Ihr wollt doch sehen, was hier passiert. Natürlich würde ich die im Ernstfall auf minus 100 setzen, Chaos Freak. Aber jetzt geht es ja darum, dass ich hier bestimmte Dinge schalte, die man hier beobachtet. Und dann hilft es natürlich, wenn man diesem Schaltauto hier nachher zugucken kann bei der Arbeit. Minus 100 wäre die tiefste Tiefe, die man eingeben könnte. Aber wie gesagt, das ist gut für eine richtige Steuerstrecke, wenn ich es ernst meine, aber nicht für mein Demo-Beispiel. Ich würde normalerweise auch kein Gleis nehmen, nicht das Gleis vom Schattenbahnhof. Normalerweise baut man Steuerstrecken mit den Gleisen, die extra dafür vorgesehen sind, nämlich denen aus diesem Menü hier ganz unten. Hier gibt es auch das einfache Gleis und die zwei Wegeweiche und daraus kann man sich genau solche Gebilde bauen. Mit dem Unterschied, dass sie nicht im Konflikt mit den anderen Gleisen auf der Anlage stehen. Das heißt, wenn ich so eine ganze Steuerstrecke markiere, dann erwische ich nicht versehentlich auch noch ein Gleis mit, was ich da drüber verlegt habe und solche Geschichten. Deshalb nimmt man eigentlich besser das hier. Aber ich möchte, dass ihr zugucken könnt, was passiert. Ich möchte, dass ihr sehen könnt, wie sich die Weichen hier ändern. Und deshalb habe ich jetzt das Schattenbahnhofsset genommen, weil man es da besonders deutlich sieht. So, genau genommen muss ich hier für 8 mögliche Züge die Ausfahrt regeln. Hier kann in 8 Gleisen ein Zug ankommen und für jeden dieser Züge muss ich dann festlegen, ob er gerade ausfahren darf oder ob ich mir merken will, dass er ausfahren will, wenn er es noch nicht darf. Und deshalb brauche ich hier von diesen Kringeln nicht einen, sondern insgesamt 8 Stück. Deshalb kopiere ich mir den einmal. Ups, ich muss natürlich wieder zum Gleiseditor zurück. Nee, 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 nee. Wie gesagt, mit Unfällen ist heute zu rechnen. So, kopiert. Dann schiebe ich ihn daneben. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann sieht man Dinge noch besser. Jetzt schiebe ich ihn sehr nah ran.
und halte dabei die Shift-Taste, die Hochstelltaste für die Großbuchstaben, gedrückt und dann rastet automatisch dieser Block ein. Ich lasse die linke Maustaste wieder los, lasse die Shift-Taste los, klick einmal hier außerhalb dieses Rahmens irgendwo und damit haben wir den zweiten Teil hier gesetzt. Ich klicke nochmal außerhalb und damit haben wir es komplett. Ich brauche insgesamt 8. Also nehmen wir uns jetzt die beiden und kopieren sie. Hängen die auch wieder hinten dran. Shift-Taste drücken. Ranführen, Maus loslassen, Shift loslassen. Fertig. Das sind dann schon mal 4 von 8. Ups, da bin ich zu weit zurückgegangen mit dem Zoom. Tut mir leid. Gleiches Spielchen nochmal. Alle markieren. Kopieren. Aus 4 mach 8. Sollte passen. Dann gehen wir hier auf die Kamera Schaltstrecken. Mal nenne ich sie Schaltstrecken, mal Steuerstrecken. Tut mir leid, das geht bei mir durchaus durcheinander. Also, das Grundprinzip, das ich jetzt verwenden möchte, ist das gleiche, das ich auch in der letzten Sendung probiert habe. Ein Zug, der in einem Gleis ankommt, stellt hier auf dem untersten Strang eine Weiche um und lenkt damit dieses Schaltauto, das normalerweise nur hier unten lang fahren würde, hier in eine dieser Schleifen rein. Und je nachdem, wie weit das Schaltauto kommt, kann es sein, dass er hier oben ein Signal auf Fahrt stellt oder dass ich ihn daran hindere, indem ich das Schaltauto hier gleich wieder zurückschicke. Das ist die Idee, auf die ich jetzt aus bin. Damit das Schaltauto ständig fährt, muss ich das Ende von dieser ganzen Strecke mit dem Anfang verbinden. Also gehen wir hier hin, drücken einmal STRG H für die virtuelle Gleisverbindung. Findet man natürlich auch hier unter Bearbeiten, virtuelle Verbindung von Gleisen, STRG und H. Dann klicke ich hier drauf und dann klicke ich da drauf. Und dann muss man sich bitte Folgendes klar machen. Ich hole mir wieder das Schaltauto, was ich am liebsten dafür nehme. Den R4 nehme ich deshalb so als Alternative für ein Schaltauto ganz gern, weil der in der Mitte von der Spur fährt. Und so einen Grundbestand gibt es sonst nicht so wahnsinnig viele, die das machen. Okay, der ist jetzt nicht sonderlich schnell. Aber ich will jetzt auch nicht anfangen, Modelle zu scannen. Das dauert bei meinem Modellbestand ein bisschen. Das tue ich euch jetzt nicht an. Ach shit, der Tag war heute zu voll, dass ich nicht mehr alles testen konnte. Okay. Was ich euch zeigen will, ist, wenn er hinten angekommen ist, dann fängt er hier vorne wieder an. Und das heißt, man könnte sich dieses ganze Gebilde auch zu einem Kreis gebogen vorstellen. Und wenn ich das jetzt endlos laufen lasse und plötzlich irgendwo ein Signal umschalte auf Abbiegen, dann kann das Auto in diesem Moment an jeder beliebigen Stelle sein. Und das reicht mir völlig für eine zufällige Steuerung. Wenn ich hier eine Strecke zurücklegen würde, wenn ich hier ein Gleis bauen würde, hier zum Anfang hin, dann würde das Schaltauto von hier zurück bis dahin sehr lange brauchen. Und damit würden die vorderen Schleifen hier eine höhere Chance haben, dass sie erwischt werden, als die hinteren. Ja genau, ich sehe es gerade hier bei dir, Stefan, im letzten Video hatte ich die Steuerautos von Benny Hogel drin und die sind wirklich praktischer, ja. Ich will hier für diese erste Weiche, für diese hier, einen Kontakt setzen. Hier ins untere Gleis. Jawohl, jetzt haben wir es. Jetzt funktioniert es soweit. Gut. Und dann brauchen wir nur wieder ein anderes Fahrzeug. Ist das der Gemini, der so schnell? Ne, der Kellini, das ist der schnelle. Aber der fährt leider auch neben der Spur.
Ja. Nee, dann doch erstmal den R4. Hilft nix. So. Okay, also Folgendes soll passieren. Wenn hier im untersten Gleis ein Zug ankommt, dann soll der hier diese Weiche auf Abzweig schalten. Und zwar nur, wenn er in Richtung 1 fährt. Das macht er jetzt kurz bevor er dieses Signal hier erreicht. Das heißt, bei der allernächsten Gelegenheit würde jetzt schon hier mein Schaltauto, der R4, nach oben fahren und da möglicherweise gleich die Ausfahrt für den Zug wieder freigeben. Das ist nicht sinnvoll. Ich will nicht jeden Zug, der reinkommt, sofort wieder rausschicken. Deshalb ändere ich in diesem Kontakt noch eine Geschichte. Ich verzögere die Aktivierung. Ich sage, der soll 120 Sekunden im Schattenbahnhof bleiben. Und wenn ich das jetzt bei allen 8 Gleisen mache, dann habe ich zwar einerseits hier durch das Schaltauto, das immer reihum alles abklappert und sucht, ob irgendjemand raus will, ein Zufall, eine zufällige Ausfahrt. Aber andererseits habe ich hier mit dieser Verzögerung erreicht, dass wenigstens der Zug, der gerade erst im Schattenbahnhof angekommen ist, nicht gleich als nächster wieder raus darf. Jürgen fragt zwischendurch, besteht die virtuelle Verbindung noch? Nein, die besteht natürlich nicht mehr. Das hatte ich auch zwischendurch gesehen und mich dann dummerweise um andere Dinge gekümmert und vergessen, die wiederherzustellen. Vielen Dank, dass du mich erinnert hast. So, jetzt besteht sie wieder. Was ist noch im Chat? Gehen die Schaltkreise noch kleiner? Also, ich arbeite hier schon mit 5 Meter Stücken. Hier. Dieses Stück ist 5 Meter lang. Die Bögen sind natürlich länger. Die haben genau genommen einen Radius von 5 Metern. Ja, von hier nach da, beziehungsweise von da nach da sind 5 Meter. Man könnte das auf 1 Meter reduzieren. Dann kriegst du es aber auf der Anlage nicht mehr gebaut. Also mit 4 Meter Stücken kann ich sowas gerade noch auf der Anlage bauen, ohne dass ständig die falschen Dinge andocken. Wenn ich es auf 2 Meter reduziere, dann sind sich immer zu viele Enden, die noch nichts miteinander zu tun haben, so nahe, dass sie ständig versuchen, sich zu verbinden, obwohl sie es nicht sollen. Ich brauche hier aber außerdem auch ein bisschen Platz, um meine Kontakte hier einzusetzen und hin und her zu schieben. Deshalb finde ich, bin ich mit 5 Meter Stücken ganz gut dran. Das läuft auch für die meisten Zwecke schnell genug. Der Bahnverkehr ist ja sowieso nicht so wahnsinnig schnell. Wenn es viel schneller werden soll, dann nimmt man keine Schaltkringel mehr, dann steigt man auf Lua um. Das ist eh letztendlich das bessere Werkzeug. Aber schwerer zu verstehen, weil abstrakter. Okay, also ich will mal eben versuchen, auch für die anderen Weichen hier meine Kontakte zu setzen. Und wahrscheinlich geht das sogar hier besser. Also ich sage jetzt hier, ich will Kontakte für Weichen setzen. Klick hier auf diese Weiche. Und setze den Kontakt hier ins zweite Gleis. Ich setze sie erstmal einfach so untereinander und schiebe mir die dann hin. Der kommt ins dritte Gleis. So sehe ich besser, welchen ich schon habe. Der kommt hier ins vierte Gleis. Ih, da sind ja mehrere Weichen hier auf die sind ja alle auf der falschen Seite. Das heißt, da ist überall Fahrt- und Abzweig vertauscht. Da habe ich beim Abspeichern Murks gemacht. Ist das blöd. Alles zu schnell heute, alles zu hektisch. Oje, das wird mir noch leid tun. Aber ich will jetzt auch nicht wieder komplett zurückrudern und von vorne anfangen. 5. What? 5 haben wir aber schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6. Stimmt doch, oder?
und 7 und der letzte. So, das hier ist der Kontakt für Weiche Nummer 26 und weil ich immer 10 Stück habe, 5 auf der einen und 5 auf der anderen Seite, müssten die auch schön kontinuierlich weiterzählen. Wenn das also 26 ist, muss das der für 36 sein. Stimmt, das müsste der für 46 sein. Stimmt auch. Das ist der für die 56. Das ist der für die 66. Die 76. Die 86. Und die 96. Okay. So, dann öffne ich den, sage hier, ich will nur Richtung 1 schalten. Ja, und weil ich hier Fahrt und Abzweig vertauscht habe, weil das hier die Stellung Abzweig ist und der nach oben zeigende die Stellung Fahrt ist, muss ich jetzt dran denken, hier die Stellung Fahrt statt Abzweig einzugeben. Und das ärgert mich. Ich habe wirklich Schiss, dass ich euch damit jetzt durcheinander bringe. Aber ich riskiere es heute Abend. Ebenfalls Fahrt Richtung 2 aus. Hier auch Richtung 2 aus. Ist natürlich bequem, weil ich nur Richtung 2 ausschalten muss. Ja, von wegen. Na, machen wir gleich. Ja, ich muss ja noch was machen. So, und da auch Richtung 2 aus. Also, hier hatte ich ja noch eingegeben, Verzögerung 120. Das muss ich bei den übrigen natürlich auch machen, damit kein Zug sofort wieder rausflitzt, kaum dass er reingekommen ist. So. Vielleicht habe ich mich auch mit 8 Gleisen schon übernommen. Ich wollte, dass es wenigstens halbwegs realistisch aussieht, aber es ist dann schon eine Fleißarbeit. So, dann kommt der hier kurz. Ah, aha, der steht ungünstig. Wie, da habe ich nicht drauf geachtet. Hätte ich mich fast reingelegt. Dieses Signal hier hat den Haltepunkt nicht hier, sondern ich habe bei den Signalen, weil ich das schick fand, den Halteabstand um 10 Meter nach vorne verlegt. Dann muss dieser Kontakt, der die Ausfahrt anmeldet, natürlich vor diesem Haltepunkt stehen, damit der Zug den auslösen kann. Sonst würde der Zug hier anhalten und den Kontakt nicht erreichen, bevor ich ihn nicht irgendwie rauslasse aus dem Bahnhof. So, wo hast du deinen Haltepunkt? Hast du da? Also kommt der Kontakt dahin. Die anderen schiebe ich mir schon mal ein Stück rüber, wo ich sie gleich alle besser zu fassen kriege. Ja, nicht zoomen, scrollen. Ihr guckt mir heute ein bisschen bei Fleißarbeiten zu. Ich hoffe, dass ihr es trotzdem interessant genug findet und genug nützliche Informationen dabei mitbekommt. So, wo ist das Signal? Das ist hier, da ist hier der Haltepunkt. Und wenn ich ein Stück zurückzoome, müsste ich es doch auch alles noch erkennen können. Ja. Und so ganz pingelig müssen wir da jetzt auch nicht sein. Ob der jetzt so ein paar Meter früher oder später auslöst, ist ja jetzt irgendwie auch nicht entscheidend wichtig. So, also der kommt jetzt ungefähr hier hin. Und er kommt dahin. So. Dann müssen wir die ganzen Weichen natürlich hier, die für die Anmeldung, auch wieder zurücksetzen. Und es gibt bei dem, was ich vorhabe, nur verschiedene Gründe,
das Vorhaben abzulehnen. Also zu sagen, ja, ist ja schön, dass du dich hier angemeldet hast, aber der Weg ist noch nicht frei. Das Schaltauto soll später nochmal wiederkommen und fragen. Ich weiß noch nicht genau, wie viele von diesen Situationen ich haben werde, wie viele verschiedene Gründe, um etwas abzulehnen. Aber wenn ich die eigentliche Ausfahrt hier ganz oben in den obersten Kringel setze, dann bin ich auf der sicheren Seite. Es kann sein, dass ich von den Schleifen darunter nicht wirklich alle benötige. Das werde ich dann sehen. Also kommen auch die weichen Kontakte, die meine Anmeldungen zurücksetzen, hier oben in die oberste Schleife. Wenn das Schaltauto es wirklich geschafft hat, bis hier oben zu fahren, dann hat es hier das Signal auf Fahrt gestellt für den Zug. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich nicht erneut nachgucken, ob ich den Weg freigeben kann. Dann kann ich also diese Weiche, meine Anmeldung, wie wir das nennen, wieder zurücksetzen. Ich gehe so ein bisschen davon aus, dass alle entweder mit den Grundlagen vertraut genug sind oder die Sendung, die ich letzte Woche gemacht habe, gesehen habe. Deshalb erkläre ich manche Sachen jetzt vielleicht nur ein bisschen flott. Die erste Weiche hier, die liegt physikalisch richtig. Da ist das hier Fahrt. Also setze ich die hier auch wieder auf Fahrt zurück. Nicht auf Abzweig, auf Fahrt. Klasse. Damit der Schaltauto nicht erneut hier in diese Schleife reinfährt. Bei allen übrigen Weichen habe ich Fahrt und Abzweig dummerweise vertauscht. Das heißt, hier muss ich dann einen Kontakt hier oben hinsetzen, der die Weiche auf Abzweig stellt, weil Abzweig diese Richtung hier ist. Man sieht es, wenn man mit rechts auf den Pfeil draufklickt, welche Richtung Fahrt und welche Richtung Abzweig heißt. Gleich ist meine Stimme weg. Ich habe es befürchtet, dass das heute schwierig wird. Ich habe nämlich schon den ganzen Tag gesabbelt. Auch Abzweig. Hier ebenfalls. Und hier auch. Hier auch. Und da. Und dann haben wir, glaube ich, noch einen letzten. Okay, man sieht die ganze Sache so aus. Ja, im Gleis schicke ich das Auto hier nach oben. Wenn Zug hier im Gleis ankommt, schicke ich das Auto nach oben. Und wenn es hier den allerobersten Weg schafft, dann schalte ich die Weiche wieder zurück und das Auto fährt wieder den normalen Weg geradeaus. Im Moment müsste alles auf geradeaus stehen. Geben wir den mal in Bewegung hier. Soll er die ganzen Knittel mal umschalten. Passt. Oh, in der letzten Sendung hatte ich davor gewarnt, dass jetzt hier ständig diese wiederholenden Muster laufen, dass ein Schaltauto immer wieder die gleiche Strecke fährt. Das könnte für den einen oder anderen eine problematische Sache sein. Ich glaube aber, dass dieses hellblaue Auto mit der Geschwindigkeit noch kein Risiko darstellt. Insofern ist es vielleicht sogar gut, dass ich hier im Moment kein Schaltauto zur Verfügung habe. So kann man auch in Ruhe beobachten, was alles passiert. Dann gehe ich jetzt hier unter meinen Berg zu den virtuellen Zugdepots und stelle jetzt für dieses Zugdepot, komm her, Depot eine Ausfahrt für alle 90 Sekunden ein. Das müsste für meine Zwecke relativ gut funktionieren, wenn da alle 90 Sekunden ein neuer Zug rauskommt. Das dauert jetzt also einmal 1,5 Minuten, bis der erste Zug kommt.
gute Gelegenheit, um zu gucken, ob er hier überhaupt rauskommt. Kommt er nämlich nicht. Haha, da hätte ich mich schon mal auf die Nase gelegt. Okay. Dann suchen wir mal hier das Einfahrsignal. Achso, das bist du doch, genau. So, du stehst aber auf Fahrt, ne? Genau, hier gibt es leider nur die Stellung Gelb und Rot. Da habe ich ein etwas ungünstiges Signal erwischt für meine Zwecke. Aber auch das lasse ich jetzt, wie es ist. Okay, dann könnt ihr beobachten, was hier mit diesen Weichen passiert. Das ist das Erste, was interessant ist. Sobald der Zug ankommt und reinfährt in den Schattenbahnhof, macht er sozusagen hier hinter sich die Tür zu. Und wenn er dann hier hinten ankommt, dann läuft ein Timer. Dann dauert es nochmal 2 Minuten, bis hier im Schaltkringel eine Weiche umgestellt wird. Also das dauert länger, als es braucht, bis der nächste Zug hier ankommt. Ja, der Abstand zwischen den Zügen müsste kürzer sein, theoretisch. So, ich nutze das mal eben für einen Blick in den Chat. Da habe ich nämlich bestimmt schon wieder einiges verpasst. Ja. Ja, zum Beispiel habe ich verpasst, dass Dieselfan geschrieben hat. Baue es nochmal neu, das ist besser als jetzt alles falsch zu erklären. Vielleicht hast du ja doch recht. Ja. Also, hier hat der ICE die Weiche umgestellt, sodass der nächste Zug, der hier ankommt, ein anderes Gleis nimmt. Im Moment ist überall jede Weiche so gestellt, dass der Zug in das Gleis reinfährt. So, da oben kreist mein Schaltauto. Noch hat der ICE diese Weiche nicht geändert. Es sei denn, ich hätte jetzt schon so viel Zeit verquatscht, dass wir es verpasst haben, aber das glaube ich nicht. Denn erstmal müsste hier eigentlich ein zweiter Zug ankommen, bevor diese Weiche hier umstellen kann. Es geht jetzt am Anfang ein bisschen langsam los. Aber wenn ich das schneller einstelle, die Ausfahrten aus dem virtuellen Zugdepot, dann komme ich nachher echt ins Schwitzen. Das muss ich mir verkneifen. Und komm schon, da ist der zweite Zug. Okay, damit sind 90 Sekunden um. Dann brauchen wir jetzt noch 30 Sekunden. Und dann müsste hier, ausgelöst durch den ICE, diese Weiche hier umschalten auf Abzweig. Dann fährt der R4 einmal die Runde oben rum und schaltet hier diese Weiche wieder zurück auf Fahrt, ohne weiter irgendwas getan zu haben. Denn weiter habe ich hier noch keine Kontakte untergebracht. Ich will ja erstmal nur zeigen, wie dieses Prinzip überhaupt funktioniert. Ja. Wie füllt man 30 Sekunden mit interessantem Text? Gar nicht so einfach. Alle sagen immer, ich rede zu viel, aber in diesem Fall reicht es mal nicht. Komm schon. Es kann jetzt nicht mehr so ewig lange dauern. Also wenn hier gleich ein dritter Zug ankommt, da haben wir es. Da ist der Umschalter. Jetzt fährt der R4 einmal oben rum und hat damit die Weiche wieder zurückgestellt. Und bei dieser Schleife oben rum, da hätte er jetzt hier zusätzlich natürlich einen Kontakt gebraucht, der dieses Signal auf Fahrt stellt. Aber eins nach dem anderen. Jetzt dauert es nicht mehr lang, dann schaltet diese Weiche um, ausgelöst durch diesen Zug hier. Und eigentlich müsste hier inzwischen schon ein Dritter ankommen. Da ist er auch.
Und der findet den Weg in das dritte Gleis. Macht dann hinter sich die Tür zu. Und zwingt damit den nächsten Zug ins vierte Gleis. Bevor ich jetzt mit dem Schaltkringeln hier weitermache, will ich noch einmal diese Taktik erklären, die ich hier benutze, die mit Schaltkringeln nichts zu tun hat. Das Zugende von jedem Zug, der hier reinfährt, schaltet einfach hinter sich die Weiche um und führt so den folgenden Zug ins nächste Gleis, beziehungsweise übernächste, je nachdem, wo eine Weiche auf Abzweig steht. Und am anderen Ende, da wird mit Ausfahrt des Zuges so eine Weiche wieder zurückgestellt. Deshalb mache ich jetzt Folgendes. Ich bleibe mal mit der Kamera hier, wo wir diese Weichen sehen können. Gehe wieder in den Fahrbetrieb, gehe hier ans andere Ende des Schattenbahnhofs und lass mal den zweiten Zug wieder zurückfahren ins Depot. Das mache ich jetzt einfach manuell, indem ich einmal Signal auf Fahrt stelle. Dann seht ihr, dass diese Weiche wieder zurückgestellt wird auf Abzweig. Jetzt. Und so findet der nächste Zug, der ankommt, wieder dieses Gleis hier. Und fährt nicht bis ganz oben. Ja, das ist die Finde ein freies Gleis Variante, die kein Lua und keine Schaltkringel und nichts braucht. Da gibt es Unsicherheiten, das ist keine hundertprozentig zuverlässige Methode, aber man kommt schon sehr weit damit und für meine Zwecke reicht das im Moment völlig. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was passieren soll, wenn hier ein Zug eine Ausfahrt erhält. Also, angenommen, hier in diesem Gleis 1, das ich hier mit dem ersten Kringel steuere, darf ein Zug rausfahren. Dann darf anschließend kein weiterer Zug raus, aus keinem der 8 Gleise, bis der ganze Block, die ganze Strecke hinter dem Schattenbahnhof frei ist. Ich kann also jetzt hingehen und zum Beispiel hier diese Weiche auf Abzweig stellen. Und diese ebenfalls. Die steht schon auf Abzweig, wie die alle auch. Und hier ebenfalls. Ja, und so kann ich verhindern, dass ein Schaltauto bis hier oben kommt und hier oben ein Signal schaltet. Das wären jetzt für 8 solche Weichen jeweils ein Kontakt hier oben. Und dann muss ich alle 8 Weichen an derselben Stelle, nämlich hier am Ende des Blocks, da wieder auflösen. Das finde ich persönlich unhandlich. Deshalb gehe ich lieber hin und verkoppel die ganzen Weichen miteinander. Und jetzt macht es sich wirklich bezahlt, dass die alle gleichmäßig durchnummeriert sind. Das ist die 27, die hier. Also ist das hier die 37, dann die 47, 57. Ich gehe also jetzt in den Gleiseditor, hole mir hier von dieser Weiche die Eigenschaften und verbinde sie mit der Weiche 37. Wenn Fahrt, dann Fahrt. Wenn Abzweig, dann Abzweig. Das hätte man doch vorbereiten müssen. Das wird jetzt alles zu lange dauern. Ich habe es unterschätzt. 47. Wenn Fahrt, dann Fahrt. Wenn Abzweig, dann Abzweig. Ja, die 27 ist mit der 37. Die 37 jetzt mit der 47 verbunden. Die 47 verbinde ich mit der Nachbarweiche 57. Fahrt ist Fahrt und Abzweig ist Abzweig. Dabei ist mir auch völlig egal, na völlig nicht, was Fahrt und Abzweig ist. Sie müssen alle gleich schalten, sonst funktioniert das Prinzip nicht. Die 57 verbinde ich jetzt mit der 67.
Fahrradfahrt. Abzweig, Abzweig. Die 67 mit der 77. Das nennen die Engländer Farbe beim Trocknen zugucken, was ich euch hier gerade biete. Das tut mir echt leid. Mir ist heute viel Zeit verloren gegangen, die ich eigentlich für die Vorbereitung haben wollte. 77 verkoppeln wir mit der 87. Fahrt ist Fahrt und Abzweig ist Abzweig. Und haben wir noch eine 97? Ja, also die 87 verbinden wir mit der 97. Fahrt ist Fahrt. Und Abzweig ist Abzweig. Und die 97 ist die letzte. Die verbinde ich jetzt wieder zurück mit der Weiche 27. Und Abzweig ist Abzweig. Okay. Und wenn das alles stimmt, was ich da gemacht habe, dann müsste ich jetzt in einer Reihe 8 Weichen auf einmal umstellen können. Das sieht gut aus. Und es ist egal, welche ich nehme. Das ist doch prächtig. Glück gehabt. Alles sauber. Es bleibt trotzdem Arbeit, was jetzt kommt. Deshalb ist Lua so viel besser. Da schreibt sich sowas so viel schneller. Das ist mit Schaltkringeln wirklich mühselig. Also, jetzt brauche ich für diese Weichen Kontakt. Weichenkontakt, den brauche ich hier oben. Und der soll die Weiche auf Abzweig stellen. Okay. Das brauche ich jetzt 8 Mal in allen 8 Kringeln. Wenn ich das hier machen wollte, dann müsste ich immer wieder die Weiche anklicken, da oben hinklicken, die Einstellungen richtig einrichten. Wenn ich das allerdings in 3D mache, dann kann ich den Kontakt hier auswählen und entweder über Rechtsklick, über das Menü sagen, Kontaktpunkt kopieren und ihn im Nachbargleis einsetzen und dann werden sämtliche Parameter mitkopiert. Fahrtrichtung 1 oder 2, Zugschluss oder nicht, Abzweig oder Fahrt, alles identisch mitkopiert. Oder noch schneller, seit EEP12 glaube ich erst. Nee, auch ein spätes Update für EEP11 hat er schon drin. Steuerungstaste und C drücken, das ist Copy. Man sieht, an Mauszeiger hängt das typische Symbol für einen Kontakt. Und ich klicke ins nächste Gleis. Ich wähle ihn wieder aus. Steuerung C. Nochmal auswählen. Steuerung C. Nee. Das Ganze nochmal. Und noch 2 Mal. Und so ist es dann doch nicht so verkehrt, dass ich alles zu Fuß baue und nicht schon mal alles vorbereitet habe. So, wenn jetzt das Schaltauto in irgendeinen dieser Kringel da oben fährt. Ja, hier stehen immer noch alle möglichen Weichen auf Abzweig, die es nicht sollen. Der kommt da überall gar nicht bis oben. Weil die Ausgangsstellung falsch war. Komm schon. Hier auch überall. Und da ebenfalls. Ach komm schon. Zu hektisch. Okay. Also, folgendes müsste jetzt funktionieren. Wenn der nächste Zug ankommt und eine von diesen sogenannten Anforderungsweichen, weil ich da anmelde, dass überhaupt das Schaltauto nach irgendwelchen Möglichkeiten in den Schleifen suchen soll. Wenn eine dieser Weichen umgestellt wird, das ist jetzt also 2 Minuten nachdem der angekommen ist, aber möglicherweise 30 Sekunden nachdem hier. Der ist ja gerade erst angekommen. Das wäre Gleis 1, 2, 3.
Weil da müsste diese Weiche da umstellen. Da haben wir es gerade gehabt. Dann fährt das Schaltauto einmal nach oben und schaltet jetzt hier unten in dieser Reihe durchweg alle Weichen auf Abzweig. Wenn jetzt hier noch meine Anforderung hier vorne käme, ich mache es einfach mal zu Fuß, dann kommt mein Schaltauto nicht bis hier oben und kann also weder das Signal auf Fahrt stellen, noch kann das Schaltauto diese Weiche hier zurückstellen. Das heißt, bei der nächsten Runde nimmt das Schaltauto wieder diese Schleife. Und bei der nächsten Runde nochmal. So lange, bis es endlich hier oben ankommt und tatsächlich ein Signal auf Fahrt setzen und gleichzeitig diese Weiche wieder zurücksetzen kann. Das ist das Prinzip. Diese Weiche hier sperrt also sämtliche Ausfahrten so lange, bis der Zug, den ich gerade freigegeben habe, hier ein ganzes Stück weiter das nächste Blocksignal erreicht hat, denn dann ist erst die ganze Strecke hinter der Ausfahrt wieder frei. So lange müssen alle anderen warten, so lange lasse ich keinen weiteren Zug raus. Das heißt, von genau diesen Kontakten hier, egal welchen der acht ich jetzt nehme, ich muss nur wissen, dass das jeweils der erste in der Schleife, der Kontakt hier für meine Verweigerung ist, für dieses Ding. Also genau davon brauche ich noch eine Kopie, Steuerung C. Und diese Kopie kommt hier hinten hin. Und hier setze ich dann die Weiche, die ich gerade umgeschaltet habe, auf Abzweig, wieder zurück auf Fahrt. Allerdings erst, muss nochmal da dran, wenn der Zug schlussdurch ist. Ich will komplett hinter diesem Blocksignal sein, bevor ich dem nächsten Zug was freigebe. Dieses Signal hier, dieser Kontakt hier, dieser Signalkontakt, der ist für das Signal 22. Und das müsste hier oben im Schattenbahnhof mein letztes gewesen sein. Dieses, genau. Das habe ich bisher wie ein normales Blocksignal behandelt. Das darf jetzt nicht mehr sein. Den Kontakt muss ich rausschmeißen. Auch dieses Signal wird erst dann freigeschaltet, wenn ich hier durch bin. Ups, den wollte ich nicht. Ich wollte nur den ein bisschen ranschieben, obwohl, ist eigentlich Quark. Ah, aber der soll nur in Fahrtrichtung 1 schalten. Falls ich mit dem Zug mal zurücksetzen muss, möchte ich nicht die ganze Schaltung damit durcheinander bringen. So, probieren wir einmal, ob das funktioniert. Moment, ich gehe einfach auf Schattenbahnhof Ausfahrt. Gehe wieder in den Fahrbetrieb. So, im Moment sind hier alle Schleifen gesperrt. Und wenn ich jetzt einen beliebigen Zug hier rauslasse, zum Beispiel den, dann dauert das ein bisschen, bis er hinten beim Blocksignal angekommen ist. Wie gesagt, das geht jetzt alles nicht so rasend schnell, diese Dinge. Ich habe keine Kameraposition dafür, die sich eignet. Aber so müsste man es sehen können, genau. Also, ihr könnt hoffentlich, ich weiß nicht, ob das bei Twitch gut genug rüberkommt, ihr müsstet hier hinten so einen dünnen Strich sehen können. Hier, wo mein Mauszeiger ist, da ist mein Blocksignal. Und wenn das Zugende darüber hinaus ist, dann müssten die Weichen in der ersten Reihe alle wieder umschalten nach oben, also auf Fahrt. Die stehen im Moment auf Abzweig. Ungefähr jetzt. Jetzt kann der Schaltauto wieder nach oben. Der hat versucht, hier diese Anforderungen abzuarbeiten. Da wird aber immer noch kein Signal geschaltet, deshalb ist noch nicht viel Sinnvolles passiert. Und damit hat er aber gleich hier wieder für alle Züge die Ausfahrt gesperrt. Jetzt kann also so lange kein weiterer Zug aus dem Schattenbahnhof ausfahren, bis der, den wir gerade freigegeben hätten, wir haben ja keinen freigegeben, bis der hinter diesem Blocksignal verschwunden ist.
So, jetzt habe ich so lange gesabbelt, dass ich einmal kurz in den Chat gucken möchte. Vielleicht mal zwischendurch speichern, sehe ich gerade von Noel. Das ist nicht die schlechteste Idee. Weißt du was? Genau das tue ich tatsächlich als erstes, bevor ich jetzt weiterrede. Da haben wir den, das wird jetzt die Nummer 04. Gute Idee. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch für die Signale einen Kontakt. Da müsste da schon richtig Bewegung reinkommen. Also, diesmal brauchen wir Signalkontakte. Und, hallo, mal schön hier. Für das erste Signal kommt ein Kontakt hier in den ersten Kringel. Für das zweite Signal kommt ein Kontakt in den zweiten. Für das dritte Signal ein Kontakt in den dritten Kringel. 15, 16, 17, 18. Ja, müsste aber gehen. 19. Ja. 21 und 22. Oh, nicht verzählt. Glück gehabt. Okay. Und die sollen das Signal auf Fahrt stellen. Und weil ich die altmodischen Signale genommen habe und Fahrt die Grundstellung ist, tun die es auch alle schon. Das heißt, da muss ich mich jetzt um nichts weiter kümmern. Okay. Dann gucken wir doch mal in 2D, wo jetzt nichts in Bewegung ist, kurz wie die Weichen hier alle stehen. Hier zeigt eine Weiche nach oben. Da ebenfalls. Das sind schon mal zwei Anmeldungen. Da ist eine dritte Anmeldung. Drei Züge gibt es mittlerweile schon, die so weit wären, dass sie aus dem Schattenbahnhof wieder ausfahren könnten. Das heißt, das Schaltauto müsste jetzt eigentlich fast sofort einen freigeben, nur dass hier hinten kein Zug diese Schaltung wieder zurücksetzt, weil ich die eben sozusagen manuell ausgelöst hatte. Aber ab jetzt sollte die Nummer funktionieren. Ein Zug sollte jetzt rausfahren. Da kommt er, das ist der hier. Das war, glaube ich, der hier vom Gleis 2. Das Schaltauto kennt noch mehr Züge, die auch darauf warten, wieder freigegeben zu werden. Zwei Stück im Moment. Den und den. Aber es kann keinen freigeben, weil die gesamte Ausfahrt für Züge so lange gesperrt ist, bis der ausfahrende Zug hier hinten das Blocksignal passiert hat. Jetzt wird er irgendeinen anderen Zug freigeben. Den hier im Gleis Nummer 4. Wir werden gleich feststellen, dass irgendwelche Anmeldungen nicht stimmen, dass irgendwelche fehlen, weil ich zwischendurch per Hand darin rumgefummelt habe. Diese Anmeldung muss ich dann gleich nachtragen. Aber damit warte ich einfach noch ein paar Züge ab. Und zwar hier der ICE, der müsste schon lang genug hier stehen, dass da eigentlich eine Anmeldung vorliegt. Und hier dieser Güterzug auch. Das sind die beiden, die ich noch nachtragen muss. Aber ich warte mal wenigstens noch einen Zug ab. Dann weiß ich sicher. Denn es könnte sein, dass da der Timer schon läuft. Und wenn ich da jetzt vorgreife, bringe ich Sachen erst recht durcheinander. Und wir haben ja genügend andere Züge, die im Moment schon ausfahren können. Jetzt ist der nächste dran. Okay, jetzt können wir, glaube ich, auch mal hier den ICE anmelden.
Und wir können auch hier den kleinen Güterzug mal anmelden. Das müsste hier sein. Und wenn ich jetzt die Züge schnell genug rauskriege aus dem Schattenbahnhof, wenn sie nicht am anderen Ende schneller geliefert werden, als ich sie wieder loswerde, wenn mein Schattenbahnhof nicht voll läuft, dann müsste er jetzt eigentlich schon vollautomatisch funktionieren. Damit ist die Aufgabe eigentlich schon soweit bewältigt. In 1 Stunde und 20 Minuten mit ein bisschen Gehampel. Ist nicht so schlecht für 8 Gleise. Die ganzen anderen Kringel da in meiner Schleife, die brauche ich im Moment noch nicht. Aber irgendwann könnten die auch ein Thema werden, wenn ich mir nämlich überlege, wie ich das mit dem Überlaufgleis hier handle. Aber das werde ich heute Abend nicht mehr machen. Ich komme langsam wirklich an meine Grenzen heute. Das tut mir sehr leid. Lieber gucke ich mir öfter mal jetzt in den Chat, während das läuft. Ich hoffe, dass EEP weiterläuft, während ich das tue. Ja, sehr schön. Ich kann hier scrollen. Wäre. Meinst du, noch weniger wäre wirklich besser gewesen, Friedrichs? Ist für mich ernsthaft eine Frage. Also, vielleicht muss ich mir wirklich überlegen, die Dinge noch kleiner zu bauen. Vielleicht hätten 4 Gleise wirklich gereicht. Aber ich wollte zeigen, dass hier Abwechslung drin ist. Dass die Züge nicht von unten nach oben der Reihe nach jetzt ausfahren, sondern durcheinander, je nachdem, wo das Schaltauto sich gerade zufällig befindet. Ja. In dem Moment, wo hinten am Blocksignal hier das Zugende von einem Zug ankommt, kann das Schaltauto, was da ständig kreist, jede beliebige Position haben. Und somit kann es auch jeden Zug treffen für die Ausfahrt. Das ist nicht ganz ausbalanciert. Da ist eine leichte Gewichtung drin. Wenn ich 2 leere Gleise habe, dann ist der nächste Zug nach den 2 leeren Gleisen wahrscheinlicher dran als die anderen, als die, die dahinter sitzen. Aber alles in allem ist das zufällig genug. Da kommt jeder Zug mal dran. Und es kann natürlich bei wirklichen Zufallsmustern, und das ist ein wirkliches Zufallsmuster, auch sein, dass ein Zug 3 Stunden lang in diesem Schattenbahnhof stehen bleibt. Ich habe keine Geschichte eingebaut, die jetzt irgendwelche Prioritäten mit der Zeit ändert, die Wahrscheinlichkeit für einen Zug erhöht, je länger er wartet. Das funktioniert natürlich nicht. Und das würde ich auch mit Schaltkringeln nicht versuchen. Wahrscheinlich gäbe es auch da einen Weg, das zu machen, aber das wäre mir viel zu kompliziert. Das kann man dann wirklich mit Lua machen. Mit Lua würde ich hingehen und bei jeder Runde, die ich fahre, bei jedem Zug, den ich freigebe, bei allen Zügen, die noch warten, eine Priorität um 1 raufsetzen. Und dann würde ich beim Zufallsmuster versuchen, irgendwas mit einzubauen, was die Prioritäten mit berücksichtigt und denen mit einer höheren Priorität eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt. Aber da wird es richtig, richtig schwierig. Im Moment fließt es schnell genug aus dem Schattenbahnhof raus, dass er nicht wirklich voll wird. Ich müsste mal messen, wie lange unser Zug für die Ausfahrt braucht. Augenblick. Ich stopp mal einen. Den nächsten allerdings erst. So schnell bin ich jetzt mit meiner Stoppuhr hier nicht. Da ist sie. Also, der nächste nach dem Güterzug, der eine Ausfahrt erhält, den stoppe ich mal. Guck, wie lange der braucht. Und hey, danke, du bist da. Das ist ja eine Überraschung. Grüß dich. Wenn das weit unter 90 Sekunden ist, dann werde ich den Takt im virtuellen Depot, das mir die Züge liefert, erhöhen und ungefähr angleichen, damit der Schattenbahnhof ein bisschen voll läuft. Dann sieht man das Zufallsmuster wahrscheinlich noch besser. Also, startet schon einer. Jetzt müsste es losgehen. Ja. Nee.
Okay, mal gucken, wie lange der braucht. Die brauchen natürlich auch unterschiedlich lang. Die habe ich zwar alle auf 120 Stundenkilometer eingestellt, aber sie beschleunigen unterschiedlich gut. Auch dadurch kommt noch eine gewisse Unruhe in das ganze System. Razor, das stimmt. Klar, wenn du das System verstanden hast, das kannst du mit 25 Gleisen exakt genauso bauen, wie ich es jetzt hier mit 8 Gleisen gebaut habe. So rum geht es leicht. Ja, 4 Gleise wären mir, wie gesagt, ein bisschen zu wenig gewesen. Dann entstehen nicht die Lücken im Schattenbahnhof, die ich eigentlich gerne haben wollte. Ach, jetzt bremst der schon ab hier am Dingsignal. Ah, okay. Da wird es langsam eng. Da haut das mit meiner Stoppuhr doch nicht so ganz hin, obwohl. Doch, 1 Minute ist jetzt rum. 90 Sekunden habe ich bei einem Zugdepot eingegeben. Das sind gerade mal 70 Sekunden. Okay, dann erhöhen wir doch die Schlagzahl jetzt mal ein bisschen. Augenblick, einmal zum Depot. Und so komme ich nicht dran, aber so. Objekteigenschaften, dann soll er mal alle. Wenigstens alle 70 Sekunden einen Zug ausspucken ab jetzt. Ah, Quatsch. Nee, von hier aus sieht man es nicht so gut. Gehen wir mal hier irgendwo hin. Da sieht man nicht gut genug, wo welche Züge jetzt ausfahren. So. Vielleicht hätte ich sogar doch 60 Sekunden nehmen sollen, damit der Schattenbahnhof wirklich erstmal voll läuft. Den Tank des R4, der verbraucht ja nichts, so ein R4-0. Der fährt ewig damit. So, was haben wir hier noch an wichtigen Dingen? Michael habe ich noch nicht begrüßt, aber ich habe einige von euch nicht begrüßt. Da komme ich nicht mehr hinterher. Das tut mir furchtbar leid. Nee, ansonsten sehe ich keine Fragen, die ich beantworten müsste. Es kann aber durchaus sein, dass ich weiter oben im Chat Fragen verpasst habe. Da ich jetzt sowieso das Depot ein bisschen laufen lassen will und gucken will, wie sich die Sachen entwickeln, falls ihr Fragen schon gestellt hattet, die ich verpasst habe, stellt sie bitte jetzt nochmal. Und dann probiere ich darauf einzugehen. Im Moment fahren noch mehr Züge raus als rein. Naja, weil mit dem Zugdepot, als ich die Zeit geändert habe, da habe ich das auch erstmal wieder zurückgesetzt. Damit fingen die 70 Sekunden von vorne an, obwohl die 90 vielleicht schon fast abgelaufen waren. Deshalb kommt im Moment nicht wirklich Nachschub. Ja, die größte Begrüßungsrunde habe ich vor der Sendung gemacht, das stimmt. Völlig okay, danke, oder André, mit dem Off-Topic. Völlig in Ordnung. Also als ich sowas noch mehr gebaut habe, als es noch kein Lua gab, da hatte ich, muss ich ehrlich gestehen, mehr Spaß dran, diesen ständig schaltenden Weichen zuzugucken, als den Zügen, die hier fahren. Diese Muster, die da entstanden, die machen echt Spaß. Wobei, wenn man das richtig sehen will, dann guckt man mal bei Dankio, beim André nach. Der baut gigantische Varianten davon. Oder hat es zumindest getan. Mittlerweile hat er auch mehr Spaß an Lua. Oder eigentlich in dem Moment, als Lua rauskam. Lassen sich Züge auch per Kontakt aus dem Depot holen? Nee, Datenleuch, nicht direkt, aber indirekt. Du kannst sie per Lua-Befehl aus dem virtuellen Depot holen. Und den Lua-Befehl, den kannst du natürlich wiederum über einen Kontaktpunkt aufrufen. Hallo Klaus, Namen. Was hast du? Bei mir kommen solche Schaltungen häufig durcheinander. Durch häufiges Umschalten zwischen Betrieb und Bauen. Sollte man da nicht einen Ausschalter für die Automatik einbauen?
Ich glaube, ganz ehrlich, Klaus, das kommt nicht durch das häufige Umschalten zwischen Betrieb und Bauen. Das bringt diese Schaltung nicht durcheinander. Also ich mache es ja auch sehr viel. Ich schalte auch sehr viel zwischen diesen Dingen hin und her. Wenn die Schaltungen durcheinander geraten, dann hat das meist andere Gründe. Der klassische Grund, den habe ich in der letzten Sendung erwähnt, ist der, dass man Dinge, die logisch zusammenhängen, nicht mit einem Schaltauto abarbeitet, sondern dass zum Beispiel zwei Schaltautos laufen. Und wenn zwei Schaltautos parallel laufen, die aber irgendwie miteinander zu tun haben, dann kann es passieren, dass ein Schaltauto hier mit so einer Weiche etwas sperrt und das andere Schaltauto aber an dieser Stelle schon vorbei ist. Also, stellt euch vor, ich würde hier in der Mitte diese Kringel auseinandernehmen und sagen, um schneller zu sein zum Beispiel, könnte so ein Denkfehler sein, die ersten vier Kringel hier arbeite ich mit einem Schaltauto kontinuierlich ab und die zweiten vier Kringel hier hinten mit einem anderen. Und hier hinten würde ein Schaltauto hier diese Weichen in der ersten Reihe alle umschalten, weil er sagt, eine Ausfahrt habe ich freigegeben, jetzt darf kein zweiter raus. Dann könnte es sein, dass hier im anderen Block das andere Schaltauto an dieser Weiche schon vorbei ist und deshalb trotzdem einen Zug freigibt, obwohl das eigentlich gesperrt sein sollte. Das ist der klassische Fehler, den ich in sehr, sehr vielen Schaltungen sehe. Und deshalb kommen sie oft durcheinander. Und es hängt eben sehr davon ab, wo die beiden Autos gerade stehen. Deshalb läuft seine Schaltung manchmal stundenlang gut. Die kann 2 Stunden problemlos laufen, weil diese Konstellation nie entsteht, dass ein Schaltauto eine Sperrweiche umschaltet, an der ein anderes schon vorbei ist. Meist ist das andere Schaltauto gerade hier irgendwo unterwegs und wenn es hier wieder ankommt, dann funktioniert die Sperrweiche. Und nach 2 Stunden ist plötzlich die Situation so ungünstig, dass eben das eine Schaltauto gerade über die Weiche hinausgefahren ist, die ein anderes Schaltauto an einer anderen Stelle gesperrt hat. Und dann kommt die Schaltung durcheinander. Und das sind diese Fehler, die schwer zu finden sind. Und bei denen man dann oft den Verdacht hat, es hinge zum Beispiel damit zusammen, dass man gerade zwischen Bauen und Betrieb hin und her geschaltet hat. An sich ist diese Geschichte hier extrem zuverlässig. Überhaupt die Kontaktpunkte samt der Verzögerungszeiten da drin, da kannst du zwischen Bauen und Fahrbetrieb hin und her schalten. Da ist bei mir noch nie was durcheinander gekommen. Wenn da was durcheinander gerät, dann sind fast immer Logikfehler der Grund. Ich habe es noch nie anders gesehen. Ausnahme, wenn die Framerate richtig in den Keller geht, dann kann es mal sein, dass irgendein Fahrzeug über einen Schaltpunkt hinwegfährt, ohne ihn auszulösen. Oder wenn man hier diese Beschleunigungen wählt. Wenn ich hier mit 5- oder 10-facher Geschwindigkeit durch die Anlage fahre, dann werden auch Kontaktpunkte übersprungen. Das funktioniert so leider nicht. Sobald man eine Schaltung in der Anlage hat, muss man von diesen Knöpfen wirklich die Finger lassen. Nee, eine Anlage, ein Schaltauto stimmt nicht ganz, Klaus, sondern ein Logikblock, ein Schaltauto. Einfahrt und Ausfahrt des Bahnhofs haben vielleicht was miteinander zu tun. Da müssen sie durch ein Schaltauto geregelt werden. Wenn die Ausfahrt des einen Bahnhofs mit der Einfahrt des nächsten Bahnhofs etwas zu tun haben, zum Beispiel weil sie ein eingleisiges Verbindungsstück haben, dann darfst du nur ein Schaltauto für beides nehmen, für die Ausfahrt von Bahnhof A und die Einfahrt vom Bahnhof B. Und das ist nicht immer ganz leicht zu überblicken, was da alles logisch miteinander verknüpft ist und deshalb nur durch ein Schaltauto bedient werden darf. Also es kann über einen Bahnhof hinausgehen. Ich hatte mir ursprünglich für heute Abend ein anderes Thema ausgewählt. Das wurde mir dann aber zu komplex für den zweiten Teil. Das muss ich auf den dritten oder vierten schieben. So eine Art Pendelbetrieb zwischen zwei oder drei kleinen Bahnhöfen, zum Beispiel Straßenbahnhaltestellen. Und da wird man dann sehen können, dass die Ausfahrt von der einen Haltestelle mit der Einfahrt von der nächsten synchronisiert sein muss. Und synchronisiert heißt, ich muss mit einem Schaltauto alles erledigen.
Oder ich stoppe und starte die Schaltautos an bestimmten Stellen. Auf die Weise kann ich auch eine gewisse Synchronität herstellen. Das wird aber nicht wirklich übersichtlicher dadurch. Der nächste Riesenvorteil, den wir mit Lua haben, Lua ist ein Schaltauto. Bei Lua wird nur eine einzige Routine von vorne bis hinten abgearbeitet. Da können solche Konflikte, wie sie hier mit zwei, drei Schaltautos passieren können, nicht vorkommen. Du hast recht, Vokabe. Ich sollte mal das virtuelle Depot wirklich noch kürzer machen. Also kann man auswählen, virtuelle Zugdepots. Und nicht nur 60, ich gehe sogar noch rabiater ran und versuche es mit 50. Und wahrscheinlich habe ich jetzt schon einen ungünstigen Moment erwischt, weil bis ich das im Chat lese, ist ja mal die ganze Welt schon wieder ein ganzes Stück weiter. Und ja, deshalb hatte ich ja eigentlich 8 Gleise dahin gebaut, damit die mal volllaufen und man ein bisschen sieht, was passiert. Guter Tipp, André, außer man gibt dem zweiten Schaltauto einen anderen Zweck, die Aufgabe der Zufallsauswahl. Genau, solche Mischungen gehen natürlich hervorragend. Aber das geht mir im Moment auch noch ein bisschen zu weit für die zweite Sendung zu diesem Thema. Gern geschehen, Klaus. Guten Appetit. Warte mal, John sagt, gefällt mir die Definition Friedrichs, aber ich muss mal gucken, was Friedrichs geschrieben hatte. Da ist Schaltkringel sind doch nichts anderes als eine grafische Programmiersprache. Allerdings, genau. Ganz genau, Friedrichs. Ja. Im Grunde genommen passiert dasselbe. Im Grunde genommen ist jeder von diesen Kringeln hier eine If-Bedingung. Und so kann ich sehen, if Zug ist angemeldet und if die Strecke ist nicht belegt, then hier oben Signal auf grün und die erste Abfrage wieder vergessen. Und deshalb sind die ein ganz nützlicher Weg, sich überhaupt mit Logik auseinanderzusetzen, bevor man sich an abstraktere Dinge wie Lua macht. Genau deshalb halte ich davon sehr viel. Deshalb wollte ich diese Themen hier machen, bevor ich mal irgendwas um Lua mache. Boah, mir geht echt die Stimme weg, tut mir leid. Moment mal. So, bin wieder da. Wo bist du mit deinen Gedanken, Vokabi? Hypnotisiert dich mein Schattenbahnhof oder versetzt dich in Trance? War immer noch nur 3 Züge, aber jetzt müsste es eigentlich langsam mal voller werden hier. Und dann müsste man nämlich auch besser sehen, deshalb wollte ich doch die 8 Gleise haben. Dann müsste man besser sehen, dass diese Ausfahrt zufällig genug ist, um immer irgendwo mitten im Schattenbahnhof Lücken zu erzeugen. Okay, da kommt schon der vierte Zug. Gut, dann fährt zwar auch gerade wieder einer raus. Bin ich mal gespannt, wie das mit dem Timing hinkommt. Ob der jetzt das zweite oder vierte Gleis nimmt. Der nimmt das vierte Gleis. Okay, der Güterzug war noch nicht weit genug raus. Deshalb fährt der Personenzug jetzt erstmal ins Gleis Nummer 4. ja, richtig. Ich hätte zum Beispiel Vokabel hier, automatische Rückführung, statt hier diese sogenannte Überlaufgleis wirklich in die Strecke wieder zurückzuführen, hätte ich einfach hier noch meine Einfahrt für ein virtuelles Zugdepot setzen können. Aber genau, das wäre wieder ein anderes Thema und würde ein bisschen zu weit wegführen von dem, was ich gerade erklären will. Deshalb wollte ich es erstmal so laufen lassen.
Der fährt jetzt ins Gleis Nummer 2. Jetzt haben wir immerhin schon mal 4 Züge im Schattenbahnhof. So langsam wird es besser, langsam wird es voller. Was ist das für ein lila Punkt am Himmel? Ich glaube, den hast nur du. Ich habe hier keinen lila Punkt am Himmel. Da muss bei dir irgendwas bei der Übertragung nicht in Ordnung sein. Oder meinst du das hier, was ist hellblau? Die Kamera? Nee, nee, die Kamera sieht man im Moment auch nicht. Wenn ich in den Konstruktionsmodus gehe, dann sieht man die Kameras, die ich aufgestellt habe. Aber jetzt im Fahrbetrieb sieht man die eigentlich nicht. Immer noch 4, mit dem nächsten müsste man eigentlich schon 5 Züge im Schattenbahnhof haben. Genau, der kommt schon hinterher. Und noch darf keiner raus. Über dem EEP-Fenster. Dann ist der von Twitch. Ja, okay, das sehe ich jetzt bei mir nicht. Okay. Das kann natürlich sein, dass du da irgendeine Markierung noch von Twitch selber hast. Das kann ich aber leider von hier aus nicht sehen, wie dein Twitch-Fenster aussieht. Bei mir wird es garantiert anders aussehen. Je nachdem, ob man den Theatermodus oder Vollbild nimmt oder nur ein kleines Fenster sieht und so weiter. Habt ihr noch Fragen zu dem, was ich bisher so gezeigt habe? Das würde mich interessieren. Ist noch irgendwas jemandem nicht so recht klar? Möchte jemand was nochmal deutlicher erklärt haben? Ja, so langsam kommt hier Bewegung rein in den Schattenbahnhof. Vielleicht hätte ich die Wartezeit für jeden Zug auch doch nicht unbedingt auf 2 Minuten setzen sollen. Obwohl doch, wenn er jetzt voll wird, müsste das eigentlich funktionieren. Da müssen immer noch genügend andere Züge zur Auswahl stehen, die wir freilassen können. Ich könnte jetzt das Schaltauto noch weiter beschleunigen. Das macht aber auch keinen allzu großen Unterschied, glaube ich. Ja, die Videos kannst du 2 Wochen lang angucken. Du brauchst einfach nur auf meinen Kanal gehen. Und dann siehst du unter meinem Nick, siehst du dann immer die letzten 2 Videos. Also das von heute und das vom letzten Mittwoch. Wenn schon zu dieser Geschichte gar keine weiteren Fragen mehr kommen, dann würde ich gerne noch ein paar wenige allgemeine Worte zum Thema Zufall sagen. Oder Frieda, willst du das sagen? Frieda hat sich gerade wieder gemeldet und meint, sie wollte auch mal mitreden. Die Süße. Okay, mal eine kurze Sache zum Thema Zufall, weil ich gerade wieder beim Anschauen verschiedener Videos anderer Leute auf YouTube gesehen habe oder gehört, den Satz gehört habe, ja, das ist der EEP-Zufall, der ist nicht so richtig zufällig. Da gibt es eine Menge Missverständnisse und die haben nichts mit EEP zu tun, sondern mit mathematischem Verständnis.
Zum Beispiel habe ich Folgendes gesehen. In einem Kreis fuhr dann ein Auto ständig rum und soll eben zufällig irgendwas schalten. Und damit das Zufällige noch zufälliger wird, hatte jemand die Idee, fünf Kontaktpunkte hintereinander zu setzen, die die Geschwindigkeit von diesem Auto ändern. Im ersten Kontaktpunkt war die Geschwindigkeit 40, im zweiten 50, im dritten 60, im vierten 70 und im letzten war die Geschwindigkeit 80. Was die Leute dabei übersehen, ist Folgendes. Wenn man im Kontakt bei jeder die Zahl 0 eingibt, ich zeige es gleich mal, wenn der Schattenbahnhof ein bisschen voller ist, ich will es jetzt erstmal nur theoretisch erklären. Wenn man bei jeder den Wert 0 eingibt und damit sagt, du sollst zufällig mal schalten und mal nicht, dann ist das wie eine Münze, die man wirft. Die kann Kopf oder Zahl werfen. Die kann auf Kopf oder Zahl fallen. Wirklich zufällig. Da kann auch fünfmal hintereinander Kopf kommen. Im schlimmsten Fall auch zehnmal hintereinander Zahl. Aber es ist jedes Mal eine 50-50 Chance. Was der Denkfehler, den die Leute machen, ist folgendes. Sie haben fünf solche Kontakte hintereinander für die Geschwindigkeiten, was hatte ich gesagt, 40, 50, 60, 70, 80 zum Beispiel. Und denken dann, dass mit diesen fünf Kontakten, die alle auf zufällig stehen, jede dieser Geschwindigkeiten gleich oft gewählt werden müsste. Und dem ist nicht so. Der erste Kontakt kann mit einer 50-50-Chance zufällig die Geschwindigkeit 40 schalten oder nicht. Jedes zweite Auto im Schnitt fährt hinter diesem Kontakt 40. Der nächste Kontakt schaltet wiederum die Hälfte aller Autos, die darüber fahren, und das sind eben alle, auf 50. Das heißt, nach dem zweiten Kontakt fahren 50% der Autos 50 und von den restlichen 50% fährt die Hälfte 40 und die Hälfte nicht. Der dritte Kontakt schaltet wiederum die Hälfte aller Autos auf die Geschwindigkeit 60, weil er eine 50-50-Chance hat, etwas zu tun. Und von der anderen Hälfte, die nicht auf 60 geschaltet wird, da fährt ein Teil 50, nämlich wiederum die Hälfte davon. Und von dem Rest, also einem Viertel der Autos, das dann noch überbleibt, fährt wiederum nur die Hälfte 40 und die andere Hälfte nicht. Und so entsteht eine Gewichtung, die man eigentlich nicht haben will. Das kann so nicht funktionieren, dass alle gleichmäßig verteilt 40, 50, 60, 70, 80 fahren. Aber das hat mathematische Gründe. Man muss sich einfach klar machen, was passiert, wenn man immer wieder die Hälfte aller Möglichkeiten umschaltet. Habe ich meinen Ablaufberg noch? Mit Glück habe ich den noch. Moment, erstmal speichere ich dich hier nochmal so, wie du jetzt bist, ab. Jetzt ist der nämlich schön vollgelaufen. Und ich glaube, man sieht jetzt ganz gut das Zufallsmuster, was hier entsteht. Dass es also mehr oder weniger beliebig jeden Zug treffen kann. Da klappert sie alle der Reihe nach ab, der kleine R4. Aber wann der andere Zug, der jetzt unterwegs ist, den Block freigegeben hat, das kann halt zu den unterschiedlichsten Zeiten passieren. Warten wir noch einen ab, den er jetzt könnte er den nächsten freigeben und erwischt natürlich jetzt vorne den. Okay. Gleis Nummer 4. Okay, dann wünsche ich allen eine gute Nacht und möchte an dieser Stelle auch wirklich Schluss machen. Und bis bald, bis nächsten Mittwoch oder vorher natürlich im Forum. Tschüss, danke fürs Mitmachen.